Okay, wenn ich das richtig gelesen habe, ist der nette Mann hier im Bild der Arzt und Leiter der Akademie und er weiß, wer die Geliebte vom Lordregenten ist. Ja, dann holen wir uns den Kerl doch einfach mal. Sind Sie bereit, Samuel? Auf zur Caldwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Wir müssen nicht schlafen, wir haben eine Mission zu erfüllen. Und ich bin bereit. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Natürlich. Und auf geht's. Was sagen Sie dazu, Corporal? Die Caldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Hä? Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Natur, Philosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Da wären wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Flutlichter. Aber das werden wir schon hinkriegen. Der Bootsmann hat ein gutes Herz und respektiert dich. Samuel ist ein einfacher Mann, aber er kennt den Malheim und seine Untiefen bis hin zur kleinsten Menge. Sollten wir ihn vielleicht Samuel und nicht Samuel nennen? Okay. Wir haben hier zwei Runen. Hier ist weiter nichts. Beziehungsweise ein Artefakt und eine Rune. Welche Flutlichter sollten... Meint ihr die hier hinten etwa? Okay, die könnten bei Nacht sehr auffällig sein. Naja, dann erstmal hinauf. Ist das jetzt klar? Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Wartet mal schnell, ich mach mal kurz den Ton der Stimmen ein bisschen lauter. Kleinen Moment. Nee, das war schnell speichern. So, jetzt aber. Ich mach euch jetzt mal eine Sekunde aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe die Sprachausgabe ein bisschen hochgestellt. Hupsala, wer ist das denn? Und die Untertitel habe ich angemacht für die Hauptsprecher. Dann sollte das jetzt wohl keine Probleme mehr ergeben. Und wisst ihr was? Wir gehen das ein bisschen anders an, habe ich gerade gesehen. Ich meine, wenn... Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ja, und genau das hätte ich halt echt gerne ausgeschaltet, weil ich finde das sehr laut und störend einfach, diese Durchsagen. Kann ich von hier aus riechen? Nicht jetzt, bitte. Aber die Wachen zum Beispiel sind im Vergleich relativ leise. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Da drin sitzt einer, oder? Ja. Schweig still. Naja.
Diese Lichter sind sehr bedrohlich. Ob wir vielleicht mal langsam ein bisschen unsere Zaubertricks mitnehmen sollten, um hier weiterzukommen. Okay, wir müssen nach da. Aber wie? Hallo. Ich glaube nicht, dass ich hier alleine bin. Ratten. Hey, kann ich heute deine Elektrieraktion kaufen? Aber ansonsten ist hier nicht viel. Ich gehe nochmal schnell nach oben, bevor wir den richtigen Weg weitergehen. Und ist eine Rune in der Nähe eigentlich? Ja. Das ist sie. Okay, wenn wir Walöl hätten, könnten wir mit diesem Ding hier was anstellen, glaube ich. Aber ich weiß nicht genau, wozu es gut sein soll. Deshalb lassen wir es fürs Erste. Hey, cool. Das ist ein Bauplan für eine neue Waffe. Na dann. Okay, ich gehe nochmal eins hoch. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit diesem Gefährt hier tun können. Aber ich wette, dass wir es wahrscheinlich gebrauchen werden. Hier ist Walöl. Dort ist die Rune. Wie weit komme ich hier hoch? Das habe ich mir etwas anders vorgestellt. Aber wir kommen doch hier auch hoch. Bin ich denn eigentlich blöde? Will mal kurz gucken, ob ich hier hochliften kann. Aber es sieht nicht so aus. Nein. Schade. Okay, wisst ihr was? Ich weiß nicht genau, wozu es gut sein soll, aber wir werden das mit dem Walöl jetzt mal machen. Muss ich nur ganz vorsichtig sein. Okay, das hat geklappt. Ich weiß nicht genau, aber... Soll ich da rein vielleicht? Huch, was war denn das? Oh, okay. Das Ding ist auf Strom gesetzt. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Okay, und so kommt man auch wieder zurück. Ach, das ist die Brücke wahrscheinlich. Und ja, perfekt.
Ich weiß zwar nicht genau, warum die es nicht gerafft haben, dass hier gerade einer mit einer Lore herumgefahren ist. Aber mir soll's recht sein. Und ich möchte das nur fürs Protokoll erwähnt haben. Ich habe gerade erfolgreich hier den Teleport benutzt. Soll ja keiner sagen, ich würde nicht das tun, was hier die Community sagt. Und ihr habt ja recht, ich könnte das viel öfter benutzen. Herzchen. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke halt kein doch mal den erlaubt. Mund. Das wäre mal was Schönes. Morgen bei Sonnenaufgang. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Und ich glaube, ich stelle die Sprachausgabe gleich wieder zurück. Schon müde? Weiß momentan nicht, wie ich da dran kommen soll. Aber wer weiß, vielleicht findet man da ja noch einen Weg. Wieso ist hier niemand auf Patrouille? Na, was haben wir hier Schönes? Hier geht es runter. Sind wir alleine? Irgendwie kann ich mir das nur schlecht vorstellen, dass es hier an einigen Stücken so schlecht bewacht ist. Oh, da ist auch jemand. Sogar zwei. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Ah, die beschissene. Oder? Bist du blöd? Oh, perfekt. Komm mal mit mir. Ich gönn dir eine Auszeit. Du hast sie dir verdient. Na, bist du kleiner Hackbanger? Ja? Ich bin ein kleiner Schnellspeicherer. Wir ergänzen uns gut. Okay, da ist der nächste. Hast du gerade was gesoffen? Auf der Arbeit? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke Und auch du wirst schlafen müssen. Hier noch irgendwie hoch oder... Ey, ein Hebel, cool.